So, hallo und willkommen zurück zu Let's Redraw Super Mario Land 3 Wario World. Ja, im letzten Part haben wir die erste Welt komplett abgeschlossen und diesmal geht es weiter auf Mount Teapot. Und da legen wir doch direkt los. Welt Nummer 7. Und ja, da sehen wir gleich eine neue Spielmechanik. Da sehen wir so lustige Seepferdchen. Und hier ist so ein Kugelgedöns. Ich warte aber erstmal wieder, bis das Seepferdchen kommt. Es müsste nicht eigentlich gleich wiederkommen. Eigentlich? Oder auch nicht? Gut, dann werfen wir es einfach mal da runter. Das sind nämlich so kleine Bomben und diese Vögel sind die nervigsten Gegner ever. So, aber wie ging denn das hier? Die, wenn man nämlich zu nahe kommt, kann ich ja mal zeigen, dann rage sie so ein bisschen rum. Ja. Und hier ist so eine kleine Falle, aber die können wir einfach umgehen, indem wir unten lang schwimmen. Und fragt mich nicht warum, aber Wario hat eine Kiemenlunge. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum der so lang unter Wasser bleiben kann. So, und jetzt sind wir aber vollkommen in einer Falle reingekommen, denn hier ist überall Decke. Yay! Die Münzen will ich alle mitnehmen. Denn die sind toll. Münzen, Münzen. Münzen, 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 Münzen. Und Bombe aktivieren. Und an den Seepferdchen vorbei. Jawohl. Oh Gott, Vogel. Dich hätte ich fast vergessen. Oh Gott, Seepferdchen. Ja, ihr seht schon wieder Wasserlevel, ne? Ich mag die ja so sehr. Ach ja. Oh Gott, geht weg. So, aber mit diesen Kugeln kann man hier auch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau das habe ich gesucht. Nämlich ein Fliegerhelm. Mit den Fliegerhelm können wir nämlich auch unter Wasser fliegen. Yeah. Und diese Steine hier alle kaputt machen. Und hier ist ein Durchgang, muss ich doch. Und da ist eine Riesenkiste. Und was ist da drin? Ein Riesenherz. Das sind 3 Leben auf einmal. Schön. Spannend, wann ich die 99 Leben erreiche. Oder ob ich die niemals erreiche. Oder ob ich die gar nicht erreiche. Oder wie auch immer. So. Pam, pam. Und hier war auch noch ein Durchgang. Genau, ich erinnere mich. So. Das nehme ich nicht mit dem Mittelpunkt. Das braucht kein Mensch. So. Das sage ich jetzt noch und dann werde ich eh wieder failen, aber egal. So, und hier fliegen wir einfach mal drüber. Und das war fail. Das war fail. Den Weg nehme ich doch gleich nochmal. Denn da oben will ich hin, denn das ist toll da oben. Ach ja. Ja, ja, ja. So, jetzt aber mit bisschen mehr Sinn und Verstand. Yay. Jawohl. Hat funktioniert. Habe ich 2 Münzen versehentlich zurückgelassen. Das finde ich nicht ganz so toll. Yay. Und yay. Und fliegen. Pam. Einfach mal das ganze Level überflogen. Ist das nicht toll? So, hi, Gegner. Das war schlecht. Das war schlecht, Herr Lightspeer. Schämen Sie sich nicht. Naja, und da sehen wir jetzt nächstes Mal, dass man am Ende groß wird. Yay. La, 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 la. Und ich habe mal keine Lust auf ein Spiel, deswegen machen wir gleich weiter. Dab, 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 da, la, dab, 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 da, la, dab, yay. Auf in Level 2 und das ist wieder ein Geheimweg-Level. Das ist, war auch, glaube ich, ein großes Level, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Gott, geh weg. Aber meine Erinnerung an dieses Spiel ist mehr als fraglich. So, wuppdiwubbliwupp. Was auch immer. Erstmal oben halten. Oben halten ist gut. Oben halten ist toll. Und diese Gegner einfach von hinten kaputt machen. Da bekommen wir einen Drachenhelm. Den möchte ich doch haben. Norms. Und damit können wir nicht die Vögel kaputt machen. Ach, übrigens habt ihr jetzt gesehen... Unter Wasser wird nämlich unser Helm zu einem Laserstrahl oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Feuer funktioniert auch unter Wasser. Ihr wisst ja, Spiellogik und so, ne? Wisst ihr Bescheid. So, und den Fliegerhelm, den möchte ich haben. Norms. So, wo geht's denn hier lang? Ah ja, das war der Raum, mit dem, wo man die lustigen Bomben da so ein bisschen nach unten sammeln konnte. Kann ich euch ja gleich zeigen, dass man die nach unten sammeln kann. Geh weg, geh weg.
Man darf die bloß nicht zum Explodieren bringen, dann sammeln die sich nämlich da unten an. Ja, oder auch nicht. Doch, hat funktioniert. Okay. Ich hab's nichts gesagt. So, erstmal hier kaputt hauen und... Oh Gott, oh Gott. Das wäre fast explodiert. So, Herz mitnehmen und... Geld. So, das möchte ich kaputt machen. Was kaputt machen? Nein. Oh Gott. So, sammeln möchte ich es natürlich nicht kaputt machen. Und das wäre fast explodiert. Oder ist das explodiert? Das ist explodiert. Ich habe gefailt. Auf jeden Fall ist hier dann so eine Kapsel. Macht bumm. Und hier sind drei. Nimm's. Bumm, bumm, bumm. Ach. Kleines Easter Egg, aber... Pff. Na gut, Easter Egg ist kein Easter Egg. Das ist einfach nur lustig. So. Diese Viecher, die sind ganz interessant. Die kann man als Plattform benutzen und unter Wasser einfach wegschießen. Übrigens mit, genauso mit den Viechern, wenn man den Flughelm hat. Und die Gegner zerstöre ich eigentlich so schnell wie möglich immer, weil die was Böses machen. Das kann ich ja gleich zeigen. Weg, 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 weg. So. Das möchte ich nicht haben. Denn da seht ihr es vielleicht, die schießen aus ihren Schnäbeln so Granaten raus. Und das ist nicht so toll. Deswegen haben sie den Tod verdient, genauso wie du. Ach ja, schön. Hier ist eine Tür im Wasser, ja. Und hier herrscht ein bisschen Strömung. Werden wir so ein bisschen von der Strömung mitgerissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uiuiui, uiuiui, uah. Sieht übrigens interessant aus, wenn man gegen die Strömung... Warte, das Herz möchte ich erst noch mitnehmen. So, wenn man gegen die Strömung Fliegen einsetzt. Pam. Mit der Strömung sieht es natürlich noch interessanter. Yay! So, das... Die Münze müsste ich mitnehmen und... Ah, noch ein Fluggedönse. Oh Gott. Nein! Und yay! So. Münzen. Hi. Und... Pam! Oh, verdammt! Das war schlecht! Hat funktioniert. Sehr gut. Ein Leben haben wir bekommen. Wir haben schon 13 Stück. Ich glaube, so schnell werde ich nicht alle Leben verlieren. Aber naja. So, hi. Hi. Und Tschüssikowski, du Assi. Kann man eigentlich an diesen... Ach, schade. Jetzt wollte ich mal ausprobieren, was? Kommst du her? Du sollst herkommen. Gut, dann stirbst du halt, Kollege. So, und diese Münze, die bilden einen unauffälligen Pfeil, oder? Hm. Da wäre das Ziel. Nee, ich gehe erst den Geheimweg, Leute. Denn da müssen wir von hier oben darüber fliegen. Wenn ich schon mal den Flughelm habe, ne, muss ich es auch nutzen. Huch. Pam. Yay. Wunderbar. So, jetzt mache ich mal wieder das Spiel. Jetzt habe ich gerade Lust drauf. Hehe. Spiel. Ja! Sehr geil, Leute. Und mein erster Gedanke war rechts, also gehen wir mal rechts. I failed. Döp, döp. Jetzt aber wieder rechts. Yay! Wenigstens das Doppelte gewonnen. Sehr schön. Da kann man quasi aus diesem Spiel das Achtfache rausziehen, wenn man dreimal richtig rät. Kann man das Achtfache aus seinem Geld rausziehen. Yay, 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 yay. Das finde ich Wunder. Ba-ba-ba. Ja, und der Geheimweg führt uns direkt in die nächste Welt. Da kann ich ja mal kurz reinspitzen. Das ist das Sherbetland. Und der Eisberg sieht aus wie ein Gesicht, aber sagt's kein weiter. Und da will ich aber noch nicht hin, denn ich will erst hier noch ein bisschen was tun. Tun. Das heißt, das Level nochmal. Hi, Vogel. So, wunderbar. Oh ja! Rotvogel, wo bleibst du? Du warst doch hier doch irgendwo. Ja, da bist du. Pam! Ach, ich mag den Flughelm. Der ist einfach toll. Yay! Und yay! Ey, was zur Hölle! Kollege! Erstmal auf diese komische Muschel oder Schnecke oder was auch immer warten. So. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen! Noms!
So, jetzt wieder zurück. Denn davon war ja schon ein neuer Flughelm. Also nicht so tragisch. Yay! Oh Gott! Was habe ich jetzt getan? Wie habe ich das getan? Man weiß es nicht. Lauter Fragen. Fragen über Fragen. Pam. Und tschüss. War schön mit euch. So, jetzt verzichte ich aber mal auf den Bomben hier sammeln, weil es ist... Habe ich da eigentlich von die Münze mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Egal. Pam. Oh Gott, Bomben. So, das Herz möchte ich aber auch noch mitnehmen. Yay. Und jetzt wieder nach oben. Wie auch immer Wario unterhalb einer Plattform nach oben springt. Das habe ich mich schon immer gefragt. Auch in Mario-Spielen, wie die das nur schaffen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. Pam, 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 pam. Yay. Ach, da war ein Herz drin. Okay, das Herz möchte ich natürlich haben. Die Münze werde ich nicht mehr bekommen. Oder. Hi, Münze. Pam, 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 pam. Yay. War da noch ein Herz drin? Ne, da war so ein Sack drin. Aber da war ein Herz. Norms. So, du gehst weg und Tschüssikowski. Und du gehst weg. Alle Gegner vernichten. So. Hi, die lustige Strudel-Action wieder. Oh Gott, was war das? Egal, ihr geht einfach weiter. Ah, schön. So. Und wir sind gegen den Strom, denn wir sind anti-Mainstream. Yay. Pam. Und pam. Hallo, ich will... Ja. Gegner. Hi, Gegner. Voll schön getimed. Das war toll. Und noch ein Leben. Ja, warum nicht? Yay. So, und jetzt sind wir auch schon wieder in diese, am Ende vom Level. Komme ich da nicht so ran? Nee. Komme ich da so ran? Nee. Klonk. Pam. Ach komm, ich wollte doch mal ausprobieren, ob ich an diesen Messern hier hoch kann. Ich glaube nämlich, mich zu erinnern, dass das so war. Und pam. Aber das Herz möchte ich mitnehmen. Pam. Und jetzt können wir aber den normalen Ausgang nutzen. Yay. Und ihr vielleicht seht nach jedem Level, das wir erfolgreich beschlossen haben, werden wir auch ein bisschen schneller am Endscreen und ich habe schon wieder gefailt. Ach. Nochmal failen vielleicht? Nein! So. Jetzt weiß ich nicht. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Okay. Oh, verdammt. I failed. Oh, da ist er traurig, unser Wario. Dilidit, dip, 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 dilidip, dilidip. Geld. Und wir nehmen das dritte Level von Mount T-Bot Nummer 9. Ich erinnere mich an dieses Level. Das war böse, glaube ich. So, das Herz nehme ich mit. Hi, Gegner. Gib mir mal schnell deine Münzen. Dankeschön. So, gut. Ja, sehr gut. Yay, yay, yay. Oh, Herz. Oh, Herz. Hi. Und ja. Ah, das war's. Du, Hai. Und du, dich, Seepferdchen, lasse ich da erstmal unten vorbeischwimmen. Nö, das will ich gar nicht haben. Und will ich das haben? Ja, das Herz, das nehme ich doch mit. Flop. Klonk. Klonk. Was ist denn in der Kiste drin? Ein Herz. Norm. Das Herz nehme ich natürlich mit. Heige. Uiuiuiuiuiuiui. Heige. Das war knapp. Naja. Pam. Dich Gegner will ich nicht mehr. Da habe ich rumgefailt. So. Blonk, 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 blonk. Kling, 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 kling. Schöner Musikglitch. Ah, hier war wieder ein Fluggedöns. Warum auch immer. Was war denn hier drin? Ach, der Mittelpunkt. Okay.
Den Mittelpunkt brauche ich jetzt aber noch nicht. Hi. Ganz. So, und hier war, glaube ich, auch irgendwo ein Geheimgang. Ich glaube, sogar was Besonderes, was ich euch dann zeigen kann. So, Geld. Und ihr nach oben hüpfen und... Pam! Huch. Da bin ich ein bisschen zu wenig. Was machst du da, Kollege? Pam. Klonk. Klonk. Wo ist der Gegner hingeflogen? Da ist er. Pam! In your face! So, wieder nach oben. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Hi. War das jetzt hier? Hier ist noch ein Fluggedöns. Soll ich mir langsam Sorgen machen? Ich glaube, hier war's. Nämlich ist hier so ein unauffälliger Block. Was wird das nur bedeuten? Doch wohl nichts. Ich gehe einfach mal weiter. Plonk. So, und hier bekommen wir was ganz Besonderes, nämlich einen Schlüssel. Was machen wir wohl mit einem Schlüssel? Hat das was mit diesem Block zu tun? Was passiert, wenn ich ihn kaputt mache? Gar nichts. Okay. Was hat dieser Block zu bedeuten? Na gut, ich lese jetzt auf. Hier kann ist nicht unter unsichtbare Tür. Und da ist erstmal eine große... Und da ist eine Riesenmünze. Und die ist nämlich 100 Münzen wert. Oh, das ist schön. So, den Schlüssel müssen wir jetzt hier weitertragen. Und dann mitnehmen. Denn mit diesem Schlüssel können wir so eine Tür immer öffnen. Und diese Tür ist eine Schatztür. Und da bekommen wir immer einen Schatz. Und das ist eine Harfe. Jo. Da, ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was diese Buchstaben hier bedeuten. Das sind nämlich alle Schätze im Spiel, die man finden kann. Und ich hoffe, dass ich alle Schätze in diesem Spiel finde. Wenn nicht, muss ich mal so lange suchen, bis ich sie finde. Die meisten werde ich noch wissen, aber natürlich nicht mehr alle. Denn es ist ja schon wieder ein bisschen her, da ich das letzte Mal gespielt habe. Und diese Viecher sind ganz böse, das sind nämlich so Haftbomben und die sollte man von oben zerstören. Joi. Hätten wir wieder ein Level fertig und nehme ich wieder das Minispiel mit. Ach, ich kann doch eh nicht. Ich kann doch eh nicht. Widerstehen. Ja! Sehr geil. Geld. Und mein erster Gedanke war rechts, also rechts. No! Vermaledeide Thunfischdose. Ich hab kein Glück bei diesem Spiel. Ich bin traurig. Da war ich auf 300 oben, oder? Ja. Es ist so schlimm. Es ist schlimm. Ich werde später eh mal Geld farmen. Wofür überhaupt das ganze Geld braucht, das werdet ihr eh alles erst am Ende vom Spiel sehen. Wir machen einfach den nächsten Level. Pam. So, hi. Tschüssikowski, du Assi. Und tschüss. Pam. Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich da durch. Ich möchte nämlich das Herz mitnehmen und das Herz mitnehmen. Pam. So, blululululululul. Und ich hoffe ja, das Let's Play wird nicht allzu kurz, wenn ich da jedes Wochenende einen halben Stundenpart raushauen möchte, dann ist das Let's Play schnell vorbei. So kann man es ausdrücken. Ja, hier die Dornen sollte man da unten nicht berühren. Das ist wie Stacheln oder sowas. Das tötet einen. Pam, tot. Gibt es eigentlich auch einen Herz? Ja, natürlich gibt es ein Herz. Konnte ich daran zweifeln? Wie eigentlich jede Zerstörung in diesem Spiel gibt irgendein Herz. So, da unten kämen wir nur durch, wenn wir klein wären. Sind wir aber momentan nicht, also haben wir Pech gehabt. So. Und pam, tot. Und der nächste tot. Nee, den Drachenhelm möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Pam. Pam. Oh, das war riskant. Uiuiui.
Und dich zerstören wir auch. So, was war denn in diesem Raum drin? Klonk, 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 klonk. Klonk, 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 klonk. Hey, ich will da runter. So, das war riskant, aber gut, ich möchte die Münzen haben. Ich will für sterben für die Münzen. Klonk. Und wir brauchen hier anscheinend einen Hornhelm, um hier durchzukommen. Und da ist auch zufällig einer. Wer hätte das nur erwartet? So, und ich würde mal sagen, da wo die Münzen sind, gehe ich durch. Klong, 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 klong. Klong. Und nur um hier wieder hochzugehen, ist das nicht toll? Ja, das ist toll. Klong. Habe ich zwar meinen Fliegerhelm aufgegeben, aber egal. Flonk. So ein bisschen Helmwechsel ist auch ab und zu mal toll, ne? Ich werde eh versuchen, so ein bisschen ab und zu mal durchzuwechseln. Dass ich nicht hier 20 Level mit demselben Helm machen werde. Tut und tun. Pam. Da hat ein bisschen was herumgeglitscht. Auch nicht. Geh weg von mir. Geh weg. Erstech ich ja meinen Horn. Nom, 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 nom. Geh weg. Au, voll die Haare rasiert. Macht man das, Kollege. So, dich lassen wir eingesperrt. Dich zerstören wir. Dich zerstören wir. Und... Uiu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 
Schön. So, wo kommen wir? Jojojo, Vogel. Dumme Seepferdchen-Dingens. Geh weg. So, hier. Nee, will ich nicht haben. Will doch kein Mensch. So, flupp. Und flupp. Und flupp. Und das sind wir auch schon durch. Denn ich brauche, glaube ich, sogar den Flügelhelm. Ja, da sieht man es eventuell schon. Da bediene ich mich einen leichten Trick, um da hochzukommen. Denn da ist wieder so eine Schatztür. Und da ist auch der Schlüssel dazu. Und das war elegant. War das elegant. Ach komm, und das wäre jetzt noch eleganter geworden. Wenn man nämlich hier gegen so eine Mauer schießt, dann kommt man immer noch ein Feld höher, als man eigentlich sollte. Und wir halten die Krone! Diddle-diddle-diddle. So. Wunderbar. Dann geht's jetzt weiter im Geschäft. Wir können uns einfach hier... Ach, das Herz nehme ich natürlich mit. Ich sage immer Herz, das ist, wenn ich Herz sage, dann meine ich natürlich das gleiche, den gleichen Helm, nur haben wir den schon, dann bekommen wir nämlich 10 Herzen, weil ihr das nicht mehr wissen sollt. Und das hier ist auch eine neue Spielmechanik, nämlich ist das so ein Dingens. Ja, das ist ein Dingens. Und das ändert je in die Richtung den Pfeil, den es anzeigt. Und ja, es trägt uns halt wie eine bewegliche Plattform einfach davon. Weil es kann. Und immer wenn wir springen, ändert es natürlich die Richtung. Ja. Das ist eigentlich alles, was man zu dem Ding sagen kann. Und es bewegt sich auch ein bisschen. Oh, da hab ich schön erwischt. Jetzt. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr gut. Und da kann ich eigentlich auch schon runter. Nom. Und hier bekommen wir den Unbesiegbarkeitsstern. Yay! 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 Wunderbar! Das war toll. Und hier sollte man aufpassen, denn hier bricht der Boden ein bisschen ein. Und unten drunter ist Lava, also kontraproduktiv für unser Leben. Und da haben wir es aber auch schon geschafft. Tralalala. Hallo, Minispiel. Dip, 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 yeah, Geld! Ich mag Geld. Schöne Sache das. Und gleich nochmal links. Döp, döp. Gut, dann müssen wir jetzt aber rechts. Wenn links nicht funktioniert. Okay, das war nur von kurzer Dauer meine Glückssträhne. Ach ja. Schön. Ja, wie ihr seht, ich finde das Mitspiel... eigentlich praktischer als das Herzspiel. Ich meine, Leben bekommt man auch so genug, also... ich brauch's nicht unbedingt. Und das mache ich noch in diesem Part, Leute. Das ist doch jetzt egal. Ah, das war das. Okay. Gut, dann habe ich schon eine Menge Münzen versaut. Denn das sind so Vögel und die machen was ganz Tolles. Die scheißen nämlich, wenn man denen Gegner zum Fressen gibt... 30 Münzen raus. Warum auch immer sie das machen. Sie machen es einfach. Das ist übrigens auch ein schönes Level, um Geld zu farmen. Nur mal so am Rande. Hättet ihr euch wahrscheinlich auch denken können, nicht wahr? So, friss das. Norms. 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 So, komm her. Komm her. Komm her. Hallo, Vogel? Vogel? Ah, da kommt der Vogel. Und Dankeschön. Und Dankeschön. Und Dankeschön. Danke für dein Geld. So, den Gegner... Oh, das war verdammt nochmal schön dumm. Naja, egal. Ich werde das eh noch öfter benutzen, das Level hier, um Geld zu farmen. No. Die Münzen nehme ich natürlich alle mit. Dip, 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 dip. Ah, da seht ihr schon, allein durch diese Vögel und ein bisschen Münzen, was hier im Level rumliegt, bekommen wir 200 Münzen. Also, es ist schon ein Wort, ne? Oh, und den hätte ich fast in die Lava geschossen. Nein, da wird natürlich auch zu Münzen verarbeitet. Wow.
Und immer aufpassen, dass man den Vogel nicht erwischt, dann ist der nämlich tot. Yay. So. Dap, dap, dap. Ja, das ist so ein Geist. Den ist eigentlich nicht schwer. Den können wir irgendwie... Ja, genau. So, einfach so... Schön. Den können wir eigentlich aufnehmen und rundherum schießen, aber na gut. So geht's natürlich auch. No. So, was war denn da oben? Hier komme ich durch, okay. Oh, 259 Münzen schon. Das ist krass eigentlich. So, hier sind wieder die Boomerangwerfer. Die habe ich ja beim ersten Part gar nicht gezeigt. So, die schieße ich einfach in die Lava, weil auf die habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Nö. Verschwinde. Kollege. So, das Herz nehme ich natürlich auch noch mit. Hi. Tschüss. So, und hier ist ein großes Ausrufezeichen. Und das werde ich doch gleich mal aktivieren. Hätte ich eigentlich einen schönen Cliffhanger machen können, aber egal. Und da hebt sich der Deckel von dem Teekannenberg und haut einfach mal volles Brett drauf. Und leuchtet. Und natürlich, hier muss ich es natürlich machen, Leute. Das muss einfach sein. Ja! Geld! Gib mir Geld! So, und jetzt am besten nochmal, oder? No! Ach komm, aber die Maximalanzahl von Geld in einem Level ist eh 999, als hätte ich nicht mal ganz... Oh. I failed. Naja. Die maximale Anzahl ist 999 und ja. Ist ja egal. Dip, 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 dip. Wunderbar. Und damit hätten wir auch schon wieder eine Welt fast abgeschlossen. Fehlt nur noch die Boss-Stage. Aber ich würde sagen, das erfahrt ihr erst im nächsten Part, was sich da als Boss lauert. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Das war doch eine schöne erste Aufnahmesession. Eine Stunde aufgemacht, aufgenommen und zwei Wilden abgeschlossen. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.